Schiltach im Schwarzwald heißt Fachwerkhäuser am laufenden Meter und ist somit für einen Besuch besonders interessant. Im Ort leben knapp 4000 Einwohner. Demgegenüber steht die beeindruckende Zahl von über 3000 Arbeitsplätzen, in denen Schiltacher Unternehmen wie zum Beispiel Hans Grohe, die alle außerhalb des historischen Stadtkerns angesiedelt sind. Auf dem tatsächlich beeindruckenden Marktplatzensemble ragt auf den ersten Blick das bemalte Rathaus von 1593 mit dem Zinnengiebel heraus. Die Malerei zeigt Historisches aus der Stadtgeschichte in Bild und Wort. Das Fachwerkhaus Gasthof Adler von 1604, das nach 30 Jahren Leerstand in den letzten Jahren aufwendig renoviert wurde, und der Brunnen aus dem 18. Jahrhundert prägen, neben den anderen zahlreichen Häusern, das Altstadtbild des dreieckigen Marktplatzes. Seit 1971 steht das Ensemble der gesamten Altstadt unter Denkmalschutz. Bei einem Bummel durch die Gassen von Schiltach und dem am Ufer der Kinzig liegenden Gerberviertel meint man, dort sei die Zeit stehen geblieben, so beeindruckend. Die Fachwerkhäuser stammen aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Das Museum am Markt zeigt zahlreiche Exponate aus der Geschichte der Stadt. Die 2011 komplett modernisierte ständige Ausstellung beschäftigt sich in 10 Themenräumen mit Sagen und Geschichten aus der Vergangenheit der Stadt im mittleren Schwarzwald. Im Schüttesägemuseum in der Hauptstraße werden die historischen Aspekte der Holzwirtschaft, der Flößerei und der Gerberei ausgiebig beleuchtet. Die Flößerei war bis in das 19. Jahrhundert einer der Haupterwerbszweige für die Bewohner von Schiltach. Die 1985 geschlossene Ratsapotheke wurde samt Inventar 1989 in das Apothekenmuseum Schiltach umgewandelt. Schiltach ist durch die Vielzahl an beeindruckenden Fachwerkhäusern unbedingt ein Besuch wert.